Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Railway Empire auf meinem Kanal. Und bevor wir beginnen, nochmals ein Recap. Ich weiß, der jeden Tag schaut, der weiß bestimmt, auf was ich wieder anspreche. Und zwar die nächste Aufgabe, 1864. Wir haben noch 4 Jahre. Also ich bin ein bisschen entspannter. Ich war sehr viel angespannter schon zuvor. Wir haben letzte Aufnahmesession relativ gut geschafft. 10 Städte mit über 120.000. Aktuell haben wir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind wir zum Beispiel bei 160.000. Auch hier unten 174.000 sogar. Hier 137.000. Und die Molkerei hat nichts mehr zu tun, weil zu wenig Milch da ist. Ich habe gesehen, hier, der ist völlig ausgelastet. Da will ich die erste Investition ansetzen, dass da wieder mehr da ist. So, schauen wir schnell, ob sich das auswirkt. So, jetzt geht es auf 72. Heißt ein bisschen mehr. Gut. Die nächste Stadt ist Köln. Die ist am Wachsen. Da fehlt es aktuell an der Wolle. Aber das haben wir letzte Folge noch gemacht. Die sind unterwegs. Das sollte gleich was sein. Koblenz wächst auch. Wir ignorieren die beiden mal. Wir machen da weiter, wenn die aufgehört haben zu wachsen. Dann sehen wir auch, was wir da machen können, damit das weitergeht. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heißt, wir brauchen noch 3. Jetzt erstaunlicherweise, Oldenburg wächst auch immer noch. Ist immer noch gut angeschlossen. Ignorieren wir, lassen wir so. Sollte es sein. Bremen wächst nicht. Da fehlen ein paar Sachen. Hannover wächst auch. Da haben wir noch die Brauerei gebaut, die neue. Die muss jetzt halt mal ein bisschen ankurbeln. Also hätten wir 8, 9 und dann fehlt einer. Vielleicht Braunschweig. Weil der auch noch gerade so, also weil die Stadt auch noch gerade in der Nähe ist. Und damit die wächst, bräuchten wir da Getreide, Gemüse, Wolle. Gemüse haben wir eigentlich schon eingerichtet. Und habe ich hier noch irgendwas drin? Nein. Dass die jetzt eine unterschiedliche Farbe haben hier. So, der ist zum Beispiel der Gemüsezug hier. Der sollte das Gemüse holen. Erpressung. Oh, Hopfen wollen sie sabotieren. Bezahle ich. Weil der ist gerade wichtig. Wenn es den trifft, dann wächst die Stadt nicht weiter. Wenn es den anderen trifft, dann haben wir da oben ein Problem, weil da produzieren wir sehr viel. So, hier fehlt immer mal wieder was. Das halte ich im Auge. Vor allem immer noch das Getreide. Hier auch sehr knapp. Fast kein Hopfen da. Das kann nicht sein, dass wir hier immer diese Getreide... Der fährt ja nach Essen, genau. Ja, klone ich dann einfach noch fast zweimal, weil am Betrieb liegt es ja nicht. An uns irgendwie. So, der kann keine geeignete Fracht transportieren. Obwohl hier kein Hopfen da ist, oder wie? Ah, ja, natürlich wegen dem. Wir müssen jetzt die bittere Pille nehmen und hier... bieten und vielleicht bieten die anderen mit, wenn wir Pech haben. Der wäre natürlich günstiger gewesen ohne Anschluss. Schön, dass du auch mal Erfolg bei einer Auktion hast. So. Du hattest zwar keine Konkurrenz, aber immerhin. Ja, und wäre natürlich auch noch günstiger gekommen, wenn das jemand anderer ausgebaut hätte. Aber jetzt ist es halt so. Gut, ein bisschen warten und jetzt geht es auf 55. Das ist schon deutlich besser. So. Dann sollte deutlich mehr zusammenkommen, dass hier die Produktion auch durchgängig läuft. Okay. Haben wir noch einen Zug, der irgendwie von Stadt zu Stadt fährt, wie der da. So, Zugbegleiter. Heizer. So, läuft hier ein bisschen besser hier, auch wenn die nicht ganz so... voll sind. Ja, das wäre jetzt mein erstes Ziel. Hier ein bisschen anzukurbeln, weil das ist wichtig. 1866 müssen wir aber die Konkurrenten aus dem Geschäft werfen. Das ist auch wichtig. Und die werden natürlich, je länger es geht, je teurer. Also hier kostet die Aktie schon jetzt fast 1 Million. Hier 260.000. Der bewegt sich kaum. Der wäre eine einfache Sache. Hier wird es immer problematischer. Bei uns sind wir aber bei 2,5 Millionen. Also es geht. So. Ich würde aber trotzdem mal... Ja, ihr seht, 100% kostet 138 Millionen. Das wird auch noch ein Problem werden, ganz klar. Und hier gibt es eine Anschlussprämie.
Da sagt man sich doch, warum nicht? So. Gut. Ja, war doch eine gute Einnahme. Den braucht man ja erst ab 90.000 wird der gebraucht. So. Preisverdächtig. Köln ist hochzufrieden. Sehr gut, das habe ich erwartet. So, wir bauen hier gleich nochmals aus. Es darf nicht vorkommen, dass hier knapp wird. Genau, es geht wieder hoch. Wir vergrößern das Netz, das weiß ich. 109.000, sieht gut aus. Hier, Stoff ist da, Leder wird knapp. Das Leder wird immer knapp. Schneller und schneller. Mit stilvollem Reisen hat das aber nichts zu tun. Oh, 124 km/h haben wir erreicht. Ja, schöner Rekord. Gut. Ja, die Ranch hier, die ist auch schon schön ausgebaut halt. Da unten geht es auch immer noch hoch. Wir müssen natürlich noch weiterhin laufend im Auge behalten, wenn die Stadt wächst, um da auch die Industrien aufzubauen. Wie sieht es hier aus? Die hat gestoppt. Okay, das sind eben diese Felder. Das sind genau diese Felder, wo ich dann eben intervenieren will. Weil zum Beispiel hier ja, der Betrieb zu klein ist. So, graden wir mal ab. Kommt zu wenig Käse zusammen. Es liegt aber, glaube ich, nicht nur an dem. Denn alles in allem sollten sie wahrscheinlich Käse haben. Ja, haben sie genug. Zuckerrüben, Printen. Obstler, Obst. Sauerkraut, Weizenbier. Also alles Dinge. Also viele Dinge, die wir hier drüben halt haben. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Ah, wo ist sie jetzt wieder? Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Wo ist sie jetzt schon wieder abgebogen? Hier drüben? Hat sie das gemacht? Oder den Bahnhof kann auch sein. Jeden habe ich hier nicht im Blick. Ich kenne nicht mehr ganz ihr Streckennetz auswendig. Muss ich auch nicht, denn solange sie hier oben nicht mitmischt, ist das gar kein Problem. Und auch sonst, dann wäre gar kein Problem eigentlich. So, hier steht es kurz bevor, dass wir eine neue Fabrik bauen können. Die Frage ist, was? Wir haben hier bereits Brot. Oder Gebäck. Die Frage ist da wirklich, was könnte man machen? Ich würde ja gerne mal noch das Salz machen. Das ist übrigens eine 122 da. Jawohl. So, also Brauerei macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Das wollte ich machen, aber es geht hier nicht. Wir haben Holz da. Das Salz ist da unten. Gut, geht besser als irgendwo sonst. Salz ist da unten. Fleisch wird da produziert zum Beispiel. Oder da, oder da. Warum nicht eine Räucherei? Schauen wir schnell durch. Lebensmittel haben wir hier ja nicht. Also ja, hier hinten. Wäre auch wichtig. Braucht auch Salz. Okay. Obstler, Süßwaren. Das ist dann schon zu teuer. Ich würde gerne mal sowas haben, die Räucherei. Warum auch nicht? Kontrollieren wir das noch schnell. So, wo ist denn hier das geräucherte Fleisch? 110.000. Und das Sauerkraut wäre halt hier oben. Wir haben aber da drüben auch eine gute Fabrik. Die leider ein bisschen wenig produziert. So. Müsste man vielleicht mal ausbauen. Ist da vielleicht noch im alten Teil. Hier Schafswolle fehlt. Und hier die fehlt auch. Jetzt haben wir wieder zu wenig. Also jetzt haben wir so lange hier Züge abgebaut. Und plötzlich haben wir wieder zu wenig. Welch ein Wunder. So, stellt noch zwei mehr ein. Und dann brauche ich hier der da. Waldlandgut. Nee, ich brauche einen, der zum Meierhof fährt. Das ist Köln-Kassel. Meierhof-Kassel. So. So. Okay. Ist bestätigt. Oh. Uff, Glück gehabt.
Also, welches der beiden? Weil sie baut bestimmt irgendwas, was wir nicht gebrauchen können. Das sind wir uns ja gewohnt. Also, wenn wir da Lebensmittel bekommen von da drüben, dann ist es eigentlich nicht so ein Bedarf. Dann würde ich schon das räuchern, weil das, gerade das kann natürlich noch boosten ab 110.000, obwohl man muss es auch erstmal bis dahin schaffen. Das ist halt auch so. Ja, Obstler haben wir nicht, oder? Und da unten werden halt auch noch Printen erreichbar. Eine Linie von da unten würde sich vielleicht auch lohnen. Ja, so, das haben wir da. Außer der Werkzeugmacher, das wäre auch noch was. Aber wenn wir schauen. Werkzeuge sind halt noch weiter unten. Na gut, egal was ihr gesagt hättet, ich baue jetzt hier das auf. Nur damit wir auch noch einen spannenden neuen Part haben, nämlich was anzuschließen. Die kauft schon wieder Aktien. Soll sie doch, dann bekommen wir Geld, welches wir bei ihr zwei Aktien kaufen können. Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ist ein bisschen chaotisch. So, graden wir doch da mal ab. Leider ist das hier die falsche Seite, aber ja, so. Hier noch ein Übergang. Und da noch ein Übergang. So. Ja, und dann machen wir den da so raus. Fehlt noch ein Versorgungsturm. Ja, für alle kann ich den da leider nicht installieren. Dann mache ich den hier hin. So. Die haben wir sogar gekauft. Und die ist gar nicht mal so ein unupgraded. Gut. Neue Lokomotive. Die war gemischt, oder? Hab's schon vergessen. Ja, die dann. Mit Lokführer. So. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht aktuell. Weil ihr seht, Holz 2,1 verfügbar. Der Rest ist nicht verfügbar. Gut. Ja, und jetzt theoretisch aus diesem heraus, weil das ist der nächste... Ah, wir brauchen ja ganzes Fleisch, merke ich auch gerade. Und nicht nur das Verarbeitete. Ja, wir können natürlich von da unten ausgehen. Da haben wir auf jeden Fall genügend und hier auch. Oder wir können von da oben. Aber wenn wir schon einen Tunnel für das Salz brauchen, dann können wir es auch gerade für beides machen. So, und jetzt gibt es da natürlich noch eine kritische Stelle. Und vielleicht kann man es gerade durch den Bahnhof durchfahren lassen. So, vielleicht hier so ran. Aber viel knapper, nämlich so, dass wir da auch noch so rüber könnten. So, und jetzt kommt hier die kritische Stelle. Ja, aber dann haben wir halt 14% in der Linie drin. Wie haben wir es da geschafft? Da geht der unten durch und der andere oben durch. Dann gehen wir doch hier so rüber. 17%. So, hier sind 6. Ich baue das einfach mal, so. So, dann haben wir 2 und 4%. Passt eigentlich von daher. Ist ein kleiner Umweg. Baue ich mal so.
Ja, es kommt da das nächste Problem. Dass sich da nichts rausbauen lässt. Das können wir aber lösen. Indem wir da... Oh, jetzt ist der Zug weg. Indem wir da das mal so bauen können. Hier herum. So. Ja. Bau es doch, wenn es passt. So. Da, Ja, so geht's dann wieder. Ja. Ist klar. Jetzt macht denselben Fehler nochmals. So. Okay. Und dann haben wir da quasi eine Strecke, die nur für das ist. Gut, vielleicht sollten wir da dann auch mal noch ein bisschen was upgraden. Okay, dann ein paar Versorgungstürme ins Lande. So. Hier an dem Bahnhof würde ich noch ein Wartungsgebäude erstellen. Genau. So, und dann kommt die Lokomotive zum Einsatz. Und zwar von da nach da. Okay. Und den klonen wir gleich zweifach. Gut. Von da unten nach da. Okay. Klonen wir ebenfalls zweifach. Gut. So, wo der andere Zug hin ist, kann ich gerade nicht bestätigen, wo der hin ist. Aber ja, sie fahren jetzt hier los. Einer ist leider alleine, leer losgefahren. Das lag nur an der Auslastung. Die anderen haben schön etwas dabei. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. So, hier gibt es ein zweites Gleis. Und dann kann ich den auch so wegmachen. Habe ich jetzt wieder die Mülltonne angeklickt? Kann es ja nicht sein. So, diesmal klappt's. Und dann können wir aber auch hier noch sowas. Und sowas. So. Dass man da jederzeit wieder wechseln kann. Gut. Und dann müsste das soweit funktionieren. Genau, hier wird Salz mitgenommen. Sie fahren dann da hoch. Dann kommt hier, ja, die etwas kritische Stelle. Um das Ganze herum. Aber dann soll es wieder gehen. Da Holz wurde bereits abgeliefert. So, ja, ihr seht, 10 Holz. Aber der Rest fehlt noch. Kommt jetzt aber, kommt. Und dann sehen wir dann, wie die Produktion anläuft. So, hier oben wir sehen, jetzt läuft die Fabrik auf Hochtouren. Aktuell kann ich sie nicht verkleinern, sie muss nämlich... Das steht doch hier. Irgendwo steht das doch. Oder stand das mal? Oder ist das nur bei... Oh, wo war denn das? Irgendwo kann man doch das sehen. Ah, nee, sorry. Ich bin bei Train Fever oder Transport Fever. Da steht nämlich, lass die Fabrik noch so und so lange weiterlaufen. Dann wird sie sich vergrößern. So, Schwerin wächst und wir können Industrie bauen. Wir sind hoffentlich schneller als sie. Na gut, hier bietet sich halt der Obstler so richtig an. So. Gleich mal gebaut. Gleich ein Upgrade rein. Dann wäre eigentlich schön, wenn ich eine Verbindung hier kappen könnte. So. Aber dann würde ich hier noch zum Ende der Folge noch einen kleinen Bahnhof hinbauen. Muss ich dir alles erklären? Kannst du nicht zählen? Hier ist bereits mein Bahnhof. Ja, meine Farm. Und eigentlich würde ich gerne deinen Bahnhof da nicht beliefern. So. Jetzt grade ich aber das ab, weil wir da jetzt gut Geld machen können, nehme ich an. Bis sie kommt. Und selbst was macht. Weil sie hat bestimmt eine Verbindung. So, ich klone den auch einmal. So. Dann müssen wir nur schauen, dass da der Obstler gut abtransportiert wird. Das ist eigentlich dann das Einzige, was da fehlt. So, ja, jetzt muss es natürlich zuerst mal aufladen. Ihr seht, ich kann den nicht anklicken, aber da ist bestimmt schon Obstler verladen drin.
In Linz. Nee, habe ich kein Interesse. Danke. Und sie bietet natürlich. Soll sie doch. Ja, ich habe gerade die Orientierung verloren. So, etwa hier sind wir gewesen. Salz nahe Berlin. Da hat sie schon drin. 1,1. Einmal biete ich mit. Nur aus Prinzip, um das Gebot hochzutreiben. So, jetzt konzentriere ich mich aber hier auf die Fabrik. Oh, jetzt bietet er auch noch mit. Wird ja noch spannender. Ja, ist schon ein rentabler Betrieb. Ich mache jetzt aber mal was anderes noch zum Abschluss der Folge. Das können wir ja immer so ein bisschen einführen, dass wir noch ein bisschen Firmenanteile handeln, denn sie ist jetzt schon über 1 Million. Ich kann dir versichern, dass dein Geld in meinem Unternehmen so besser. Ja, sie hat 13% von uns. Wir sind jetzt bei 7. Wir müssen 100 erreichen, damit es da wieder bergauf geht, so gesehen. So, und jetzt kommt da auch ein bisschen Obst raus. Und wird hier wohl hoffentlich verarbeitet. Gut. Und dann können wir diesen Obstler von da nämlich nach Braunschweig schaffen. Ah, da brauchen wir den noch nicht. 56.000. Oh, hier kann man noch ein Museum errichten. Gut, Hannover hat ein Museum, wächst jetzt besser. Ja, hier wird er gebraucht, da haben wir keinen. Wenn ich jetzt hier noch das Gleis... Ja, ich weiß, man kann hier noch was machen und da kann man noch... Man kann überall. So. Und zum Abschluss der Folge einen gemischten Zug. Zusammensteller, der von da nach da fährt. Genau diese Strecke. Einmal klonen. So, er nimmt Bier mit. Das bringt der Stadt hier hinten was. Ah, kann uns nicht, muss uns nicht so interessieren. Dafür nimmt er aber wieder Obstler nach Hause, den wir da gut gebrauchen können. Okay, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Es kommt an, sehr gut. Ich hoffe es doch. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir haben endlich mal eine Räucherei. Sie läuft hoffentlich. Jawohl, sie ist angelaufen. Sehr gut. Und es ist alles da. Sie muss nur noch ein bisschen halt geupgradet werden, dass da was läuft. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!